Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um Tana läuft 100 Mal. Und wie ihr sehen könnt, bin ich auf Allianz, auf meinem Sorgenmage. Und die 100 Läufe fürs Verlies habe ich endlich fertig. Halleluja. Hat auch ein bisschen gedauert. Ja, die letzten Tage waren halt. Reden wir nicht drüber. Da kommt demnächst nochmal eine Info. Auf jeden Fall habe ich jetzt die ganzen Sachen einmal durchgeguckt und habe alles aussortiert. Ich meine, den ganzen Elementarkram und Rezepte etc. habe ich alles schon aus. Es war halt nichts Besonderes dabei, habe ich gleich weggepackt. Auch die ganzen Transmog-Sachen sind halt die üblichen Sachen: Banditensets, Bukaniers, Badenteile. Ne, die habe ich jetzt auch. Ich habe halt jetzt nur Sachen, die ab 5000 Euro einen Wert ab 5000 Gold bei uns auf dem Server haben. Denkt dran, das ist von Server zu Server anders. Da müsst ihr dann halt immer gucken. Ich weiß auch, dass es auf anderen Servern zum Beispiel der Großteil der Sachen, die ich habe, nicht so viel wert sind. Aber wir gucken uns die Sachen einfach mal an. So, da habe ich. Ich stelle mich mal woanders hin. Der Diener geht mir ja doch ein bisschen auf den Senkel, weil der wird noch öfters durchlaufen. So, wie ihr sehen könnt, das ist das, was ich aussortiert habe. Und da haben wir zum Beispiel einmal das Banditenrundschild, der Schnellklinge. Da haben wir hier so ein kleines, sehr unscheinbar, aber scheint wohl doch trotzdem sehr begehrt zu sein hier. Dann haben wir hier das Waldrundschild. Sieht genauso aus. Das sind halt die ersten Sachen, ne? Ja. So, dann kommen wir mal zu den ersten Rüstungsteilen. Die helle Rüstung. Das ist hier die Brust. Ne? Eigentlich, ja. Jetzt auch nichts Besonderes, aber ist schon alleine hier durch den Druck, ne? Schon was anderes. Dann habe ich hier die schimmernde Rüstung zweimal. Ah, grüne Ärmel ist natürlich weiß mit Nähten. Ist schon was anderes, ne? Warte mal, ich ziehe mal die Schultern aus. Ich ziehe mal meinen Kram aus. So. Zurücksetzen. Warte. Schultern, Waffe. Ich ziehe einfach mal alles aus. Dann sieht man halt auch mal, was das für Gegenstände sind. Hände, Rücken, ach Gott. Ja, ich bin mit ihr noch nicht. Das weiße Hemd müssen wir auch mal wegziehen. Ja, aber sonst erkennt man halt die Transmog-Sachen nicht, ne? So, dann nochmal. Machen wir nochmal hier die hier. Habe ich noch eine Hose an? Ja, eigentlich nicht. So. Rücksetzen. Du hast doch gar nichts mehr an. Wieso hast du denn die Hose damit angezeigt? Boah. Ja, wie ich gerade sagte, haben wir einmal hier das Oberteil. Dann mit so ein bisschen Taillengurt. Eigentlich ganz nett. Und jetzt nochmal die schimmernde Rüstung. Sieht halt aus wie so ein Winterhauchpulli, ne? So mit den Ärmeln. Arm hier. Unter den Armen. Riesige Schweißflecken würde ich es nennen. Aber das ist hier die Absetzung. Hier. Sieht eigentlich ganz nett aus, ne? Also, da kann ich mir den Preis schon erklären. So, dann haben wir die erste Waffe. Das Köpferschwert der Schnellklinge. Machen wir uns mal ein bisschen klein. Nun gut, ja. Naja. Reden wir nicht drüber, oder? So, dann haben wir hier einen Rücken. Hier mit dem Schuppen dran. Und auch gespalten. Doch, hier oben so ein bisschen. Hier die Übersetzung. Können wir das nochmal zurücksetzen. Dann haben wir hier die Bukaniersroben. Die habe ich mehrfach. Das ist so ein schickes Kleid, ne? Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. So leichte Verfärbung nach unten in den Farbverlauf. Hier so Absetzungen. Oh, Schleifchen. Eigentlich ganz hübsch, oder?
So, dann haben wir die Seerobe. Ist halt auch ein ganz schickes Modell, finde ich. Sieht man halt auch nicht so oft. Na, so blau. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Hier auch noch ein paar Zacken. Auch nicht schlecht. So, dann haben wir hier die gefütterte Seerüstung. Das sieht aus wie so Marinepulli, oder? Hier mit Abnähern. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann nochmal zurück. Dann haben wir hier noch das Kämpferbreitschwert. Das hat so ein Standardschwert, ne? So leichte Absetzung hier am Griff. Aber es ist halt ein ziemlich großes Schwert. Ja? Bestimmt hier, wenn man hier AP macht, ist es bestimmt sehr. Also wird sich bestimmt der ein oder andere für interessieren. So, dann haben wir hier die hellen Stiefel. Okay, ich habe jetzt gerade keine. Warte mal, kann ich nicht mal in meine Menschengestalt. Mal gucken, wie das als Mensch aussieht. So. Ja, das ist meine Menschengestalt. Ja, die Stiefel sind doch eigentlich ganz nett, oder? Und so guckt. Ich muss mir unbedingt mal angewöhnen, Narzissus anzumachen, weil dann ist das Bild ein bisschen größer. So, dann habe ich die dunkel gewirkten Bunthosen gefunden. Die habe ich aus einer Schließkassette geholt. Sehen ganz nett aus, ne? So knapp unterm Knie. Eine schöne Farbe. Die haben echt eine schöne Farbe. Man sieht echt die Unterwäsche hier drunter, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Nee, ist nicht schlecht. Und dann habe ich hier noch den Waldledermantel. Das sind grüne Schultern. Das Set habe ich fast komplett auch aus dem Verlies gezogen. Also Gürtel und ich glaube Brustbeine. Also gibt es da, glaube ich, auch. Die habe ich fast alle rausgezogen da. Ja. Sieht doch nett aus. Also, mir gefällt persönlich. Warte mal, ich ziehe erstmal meine Sachen wieder an. Ich möchte hier nicht die ganze Zeit so nackig rumstehen. Also, mir gefällt persönlich halt hier die Hose sehr gut, ne? Die Hose ist echt schön, dieses Lila. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, unten, was euch von den Items am besten gefallen hat. Und wir sehen uns dann. Huch, wir sehen uns dann im nächsten Trainer läuft 100 Mal Video wieder. Ich gucke mal, wo wir als nächstes reingehen. Weil wir. Ich habe ja gesagt, wir machen jetzt alles nochmal. Aber das nächste wird dann wieder auf Hordenseite sein. Ich habe Verlies jetzt nur auf Allianz gemacht, weil es sich für mich angeboten hat. Ohne groß. Ne? Das muss ich halt immer in die Stadt rein. Wollte ich nicht. Also bin ich mit ihr hier rein. Das heißt, das nächste Video wird wieder auf meiner Nachtgeborenen sein. Ich danke euch und hoffe, wünsche euch einen schönen Sonntag. Einen verschneiten Sonntag. Also wird zugeschneit hier. Bis dahin. Tschüss.